vor allem, liebe Kinder, ich freue mich, dass ihr so zahlreich heute gekommen seid, dass ihr an den Kids-Bike-Rennen mitmacht. Ich denke, es ist ein Zeichen, dass Horizont wirklich in Bewegung ist, dass Sport in Horizont und vor allem Radfahren hier auch sehr groß geschrieben und hochgehalten wird. Ich wünsche euch eine gute, eine unfallfreie Fahrt. Tut euch anstrengend, aber nicht überanstrengend. Schaut, dass zu einem guten Ergebnis kommt. Das Allerwichtigste und das Allerwichtigste ist, dass eigentlich passiert. Liebe Damen und Herren, liebe Sportlerinnen und Sportler, auch ich darf euch herzlich hier in Horizon zum vierten Mal begrüßen. Freue mich, dass ihr wieder gekommen seid, um dieses Event zu eröffnen. Möchte mich seitens des Landesradsportverbandes ganz, ganz herzlich bei der Gemeinde Horizon. Krieg, Achtung, ab! Zwei Runden gilt es zu fahren. Helga Bolz wird heute als Rundenanzeiger hier fungieren, also auf ihn kommt es an, ob das Rennen schnell wird oder langsam. Wenn er ein paar Runden vergisst, wird es schnell. Wenn er ein paar Mal Licht umblättert, dann wird es langsam. So, also zwei Runden, 1000. Die 6 ist vorne, die Aschöll Maximilian. Maximilian, hopp auf! Und der Maximilian gewinnt das Rennen überlegen. Bravo, Maximilian Schöll dahinter. Kutschewitsch und die 5 noch vorbei. Lang Benjamin, dann die Kutschewitsch Anna. Und mit der 3 die Kutschewitsch Christine. Die 4 ist der Schütz, die Schützelina. Mit der 24 haben wir die Amminger Eva im Ziel. Die Sauer Laura Marie hat ebenfalls das Ziel passiert. Aber fertig, Achtung, ab! Und der Bürgermeister hat die Flagge gehoben. Die Starter sind unterwegs. So, da geht er seiner Favoritenrolle gerecht wird. Und die Übersetzung hier. Ist wie am Fahrrad, die stürmt hier herauf. Achtung, ab! Und das der Start. Wertungen überlegen gewinnt, 20 Punkte auf seinem Konto, alle Wertungen gewonnen. Zweiten Rang 33, 36, 37. Dann haben wir im Ziel auch den Kopf. Das ist der Eisel Michael, Beuthen also Zweiter, Eisel als Dritter. Und das Rennen der Elitefahrer, der Profis und der Amateure ist gestartet. Thank you.
Dahinter Kanetski und Brettmeer. Letzte Runde und die Attacke kommt von 21. McLaughlin, James McLaughlin, der Engländer, der jetzt an der Spitze des Feldes fährt. Und Kanetski vor Bollic und Brettmeer in der letzten Wertung. Und den letzten Punkt holt sich die 21 McLaughlin. Der Mann von der Rinkhoff-Mannschaft, der Mann aus England. Siegerehrung, Preisverleihung im Arbö Freizeitzentrum, meine Damen und Herren, in circa einer Stunde. Hier mit den ersten drei, der Michael Klopp als Sieger, Johannes Polter als Zweiter und Michael Eisler als Drittplatzierter im Rennen. Danke. Meine Damen und Herren, jetzt kommt genau was für dich. Jetzt Tiger, die Sekt gibt es natürlich auf den Sektdusche. Meine Damen und Herren, wir gratulieren Tobias Erler, Helmut Brettmeer und Marek Kanetski. Bravo! Fragst du eins?